uns Makeda den Ball im Dribbling klaut und wir wieder mit 2 Toren im Rückstand sind. Das sind so Kleinigkeiten, die haben das Spiel so ein bisschen beschrieben. Was ich damit sagen will, ist, dass trotz unserer gestrigen Defizite, die wir ohne Zweifel klar aufgezeigt bekommen haben, wir trotzdem die Möglichkeit haben, auch gegen so eine Nation, die zu den Top-Nationen zählt, das Spiel ganz anders zu gestalten, wenn ein von diesen Parametern, die ich genannt habe, einfach passen. Deswegen haben wir Sachen ausgewertet, aber nicht ins Detail gegangen, sondern die wichtigsten Sachen für uns genommen, weil jetzt ist ganz entscheidend, dass der Fokus einzig und allein auf Lettland liegt und die ganze Energie in dieses Spiel Lettland fließt. Uwe, nochmal eine Frage zum Spiel gegen Spanien. Was habt ihr denn als Mannschaft getan, um diese Partie aufzuarbeiten? Ja, natürlich haben wir auch über die sportlichen Dinge gesprochen, so wie es Christian jetzt angedeutet hat, was wir für Fehler gemacht haben, bei welchen Dingen wir nicht auf unserem Niveau waren, wo wir einfach zu viele leichte Bälle hergeschenkt haben, es den Spaniern da zu leicht gemacht haben. Aber wir haben eigentlich vornehmlich auch nicht nur über das Sportliche gesprochen, sondern auch über das Mentale, dass viele schon in so einer Situation waren, dass man in der Vorrunde mal ein Spiel verlieren kann, aber dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich dann wieder schnell berappelt, dass man kurz auf die Fehler eingeht und sich dann wieder voll aufs nächste Spiel konzentriert und den Fokus für die nächsten Aufgaben hat, denn noch ist nichts gelaufen, ist noch alles drin. Axel, du bist nah am Team als Vorstand Sport, aber auch immer mit analytischem Blick unterwegs. Wie liegt unsere Nationalmannschaft im Moment im Zielkorridor? Was fehlt möglicherweise noch? Ja, also ich denke, es war klar, dass wir am Tag der Auslosung schon gewusst haben, dass wir gegen Spanien einen harten Kampf liefern müssen und dass wir gegen Spanien sicherlich auch auf jeden Fall nicht Favorit sind. Das haben wir von vornherein gewusst. Dass wir da uns Siegchancen ausgerechnet hatten, ist, glaube ich, auch klar kommuniziert gewesen und auch unser Ziel gewesen. Aber wir wussten, dass wir gegen diesen Gegner durchaus auch Gefahr laufen, nicht zu gewinnen. Und bei den anderen beiden Gegnern, Niederlande und Lettland, ist für uns klar, dass wir mit unserer eigenen Leistung so auftreten müssen, um die Spiele dann auch gewinnen zu können und nicht davon abhängig zu sein, was die Gegner dann an Qualitäten, die in ihnen stecken, irgendwo präsentieren können, sodass ich wirklich sagen muss, ja, in der Tat, wir hätten gern das Spiel gestern gewonnen, dass wir es nicht gewonnen haben und wie wir es nicht gewonnen haben, ist natürlich nicht schön, aber wir haben doch alle Möglichkeiten, durch den Sieg morgen oder mit einem Sieg morgen dann in der Hauptrunde wieder alle Chancen zu haben und das ist im Fokus drin bei uns und nur darum geht's. Welchen Auftritt erwartest du denn von unserer Mannschaft morgen? Ja, dass wir, wie die Niederlande auch schon, dass wir unsere eigenen Stärken im Vordergrund spielen, dass wir jetzt nicht an all den Dingen zweifeln, die uns per se stark machen als Nationalmannschaft Deutschlands mit guten Toren, mit guter Abwehr und mit einem tollen Tempospiel. Und dass wir dann eben auch wieder ins flüssige Angriffsspiel kommen, im Positionsangriff, um dann da auch wieder unsere Stärken, nämlich unsere Außenspieler und unsere Kreisspieler, so in Szene zu setzen, dass nachher auch die klaren Chancen rausgespielt werden, die dann auch zum Torerfolg führen sollen. Ich glaube, eine Überlegenheit im Abschlussverhalten und bei den Haltequoten ist das wirklich das A und O. Christian, welchen Matchplan hast du dir denn für das Spiel, insbesondere dann auch für Dainis Christopans, zurechtgelegt? Ja, es ist ein außergewöhnlicher Spieler, allein schon von der physischen Erscheinung her. Und auch ein großer Zielspieler natürlich von den Letten, ihn immer wieder in Szene zu setzen, damit er die Entscheidung trifft. Und dort haben wir uns einen Plan zurechtgelegt. Es wird bei uns ist keine Neuigkeit über das Team funktionieren. Wir haben verschiedene Möglichkeiten in der Abwehr, ihnen da zu begegnen. Wir brauchen natürlich eine stabile, souveräne Torhüterleistung dahinter. Und dann ist viel Tempo natürlich ein wichtiger Punkt. Das Thema Chancen rausspielen, wie Axel das richtig sagt, habe ich ein gutes Gefühl. Diese Mannschaft versteht eine breite Spielanlage, schafft sich immer wieder gute Positionen. Sicherlich ist ein Manko, was wir uns auf die Fahnen schreiben müssen, dass wir im Abschluss konsequenter, noch gieriger werden, das Tor auch zu machen, da nicht so viel halbherzige Bälle halb hoch oder oben wegzulassen, sondern alles reinlegen und das Erfolgserlebnis für uns zu verbuchen. Manchmal ist es Glück, manchmal Pech, aber auch die Sache, wie lange konzentriere ich mich und mit wie viel Gier und wie viel Einsatz gehe ich dann in den Wurf rein. Und dieser Verantwortung ist sich jeder bewusst, das spüre ich bei dem Team, glaube auch an diese Mannschaft und ja, freue mich auf das Duell morgen gegen die Letten.
Uwe, was kannst du als Kapitän tun, um das Spiel erfolgreich, um das Team erfolgreich durch das Spiel gegen Lettland und damit auch nach Wien zu führen? Ja, zunächst wie jeder andere Spieler auch, sich voll und ganz auf seine Aufgaben im Spiel, die Aufgaben, die der Coach uns mitgibt, individuell zu konzentrieren. Und dann brauchen wir dieses Erfolgserlebnis, von dem wir gerade gesprochen haben, um dann auch wieder noch mehr über die Emotionalität zu kommen. Denn sowas pusht einen, sowas pusht eine Mannschaft. Und da möchte ich mit den anderen Führungsspielern natürlich auch wie sonst vorangehen. Vielen Dank bis hierhin. Ihre und eure Fragen bitte mit Handzeichen melden. Das Mikrofon kommt dann. Und da einmal kurz für die Zuschauer und Zuschauerinnen im Livestream Name und Medium sagen. Warte auf das erste mutige Handzeichen in Reihe 1, bitte. Dirk Weizmann, Bild-Zeitung. Christian, du hast gestern dir ein bisschen Zeit ausbedungen, hast gesagt, du willst das Spiel nochmal angucken, den Abend dann nutzen, um mit der Mannschaft zu sprechen. Vielleicht kannst du ganz konkret auch nochmal sagen, was du der Mannschaft gesagt hast, worauf es dir ganz persönlich ankommt. Und du hast eben auch von einer gewissen Gierigkeit gesprochen. Gibt es morgen so eine Art Notfallplan für den Fall, dass deine Spieler wieder nicht genug Hunger oder Appetit haben? Nein, also das hat nichts mit, das ist falsch jetzt interpretiert, nicht mit zu wenig Hunger oder Appetit. Also alle haben sich riesig auf den Januar gefreut und wir sind noch voll dabei. Wir wissen um die Situation, wir haben es in der eigenen Hand und das wollen wir für uns auch nutzen. Also ein Motivations- oder Einsatzproblem hat meine Mannschaft in keinster Weise. Gestern ist was zutage getreten, wovor man im schlechtesten Fall leider ausgehen kann. Eine sehr eingespielte Mannschaft, die alle bei Champions League-Vereinen unter Vertrag sind, die ein sehr gutes Niveau bringen. Und wenn unsere Sachen von Anfang an dann nicht richtig klappen, dann wird es mental eine Herausforderung, sich richtig gegenzustemmen. Und das ist das Wichtige für den weiteren Turnierverlauf, dass wir einfach als Mannschaft auch funktionieren, wenn wir in Negativerlebnisse kommen, auch mal in Rückstände kommen, die nichts Schlimmes sind, sondern dort Leute sich weiter rauskristallisieren, die Zeitstrafen rausholen, die Nebenleute pushen und das, was uns einfach als deutsche Nation stark macht, nochmal verstärkt rauskehren. Dazu haben wir unseren taktischen Plan morgen, aber es wird viel von uns abhängen, wie viel Leidenschaft, wie viel Emotionalität bringen wir in dieses Spiel und wie viel Tempo können wir in diesem Spiel entwickeln. Nächste Frage auch in Reihe 1, hier links bitte. Frank Heike, freier Journalist. Herr Prokop, diese Führungsspieler, wer sind denn die oder wer sollen die sein? Ja, das sind natürlich unsere bekannten Spieler. Wir haben mit Andreas Wolf, Jogi Bitter zwei Torhüter drin, die ein starkes Bild hier abgeben, auch wenn es gestern nicht der Fall war. Ich bewerte aber die komplette Zeit, die wir hier zusammen sind. Und Sie können sich sicher sein, dass die beiden morgen einen guten Job machen werden. Da freue ich mich drauf. Und es kommen solche Tage nun mal vor, wie gestern. Und beide konnten sich leider nicht ergänzen. Und sind trotzdem sehr schnell im Verarbeiten, sind sehr schnell im neuen Fokus. Und natürlich hat man auch gesehen, dass wir noch mehr unsere Führung auch im Rückraum natürlich brauchen. Wir brauchen Spieler, die Erfolgserlebnissen, die in dem Moment fehlen, nochmal ihre Chancen vor allen Dingen nutzen, vor allen Dingen Zweikämpfe gewinnen. Und das traue ich vielen Leuten zu. Da ist ein Paul Drucks zu nennen, der über eine gute Bundesliga-Leistung kommt. Da ist auch ein Fabian Böhm zu nennen. Und sicherlich auch Philipp Weber, der gestern gute Einsatzzeiten und auch Chancen dort kreiert hat. Das sind zentrale Leute. Unsere peripheren Führungsspieler brauche ich jetzt nicht nochmal extra erwähnen. Einer davon sitzt natürlich neben mir mit Uwe. Nächste Frage bitte war in Reihe 2 hier vorne. Thomas Kulski, ZDF. Herr Prokop, Stichwort Torhüter. Was hat Sie denn bewogen, mit Beginn der zweiten Halbzeit Andreas Wolf wieder ins Tor zu stellen? Ich vermute mal, wenn es schief geht, besteht ja die Gefahr, dass man beide psychologisch schwächt. Ja, es war tatsächlich ein Bauchgefühl, was ich dann kurz in der Pause hatte, Andi dort mit der Hoffnung zu bringen, gerade gegen Spanien jetzt, nachdem er eine Pause bekommen hat, nochmal stark zu performen. Es ist leider nicht aufgegangen. Es waren auch sehr schwierige Würfe, muss man auch zugeben, in der Nachbetrachtung. Konnte sich wenig dort auszeichnen. Aber der Wechsel ist nicht aufgegangen. Reihe 1, bitte.
Ja, Uwe, du wurdest gerade als Führungsspieler angesprochen, du bist Kapitän. Das Turnier bislang läuft, glaube ich, nicht so, wie du es dir persönlich vorgestellt hast für dich. Gibt es irgendwelche Gründe, warum es möglicherweise gegenwärtig nicht so funktioniert? Nee. In der dritten Reihe? Joachim Walter von der Süddeutschen Zeitung. Noch eine Frage an den Uwe Gensheimer. Was sagen Sie denn dazu, dass Sie gestern in der zweiten Halbzeit die ganze Zeit auf der Bank saßen, genau wie der Tobi Reichmann, also zwei erfahrene Spieler quasi gefehlt haben? Es lief bei mir nicht ganz optimal in der ersten Halbzeit. Hatte da zu viele Fehlwürfe mit den 2-7 Metern. Und ich glaube, Christian wollte da frischen Wind reinbringen und hat es dann mit anderen Spielern probiert, was völlig legitim ist, denn die haben logischerweise auch ihre Qualität und ihre Berechtigung, hier dabei zu sein. In der zweiten Reihe, bitte. Erik Eggers, freier Journalist. Ich habe eine Frage an Herrn Prokop. Ist das eine Option, Steffen Weinhold vielleicht noch dazu zu holen zur Hauptrunde, oder ist das eine Option, die von vornherein nicht gegeben ist? Ja, wir haben unsere Gedanken schon vor dem Turnier für uns intern formuliert. Aber jetzt bitte um Verständnis, dass wir natürlich voll im Fokus auf das letzte Vorrundenspiel haben. Wir haben unsere Ziele, wir wollen nach Wien. Und da fange ich nicht an, über irgendwelche Rochaden oder dort Spielerwechsel zu sprechen. Ich möchte es nochmal betonen. Vom ersten Tag an eine tolle Teamstimmung. Es ist ein 17er Kader, auch mit Johannes, der hier eine sehr gute Arbeit abliefert, wo es jetzt zu keinem Wechsel kam, sondern ich den 16 hier vertraue für das morgige Spiel. Und wir auch stark genug sind, das zu packen. Natürlich ist jeder in der Eigenverantwortung, alles in das Spiel und in dieses Team zu investieren. Aber wir müssen auch irgendwo realistisch bleiben. Und das hat man gestern gemerkt. Im Moment gegen ein Spitzenteam von der Qualität reicht es noch nicht in dem Maße. Da muss schon vieles passen. Nur wenn wir uns, und das werden wir uns, von Spiel zu Spiel entwickeln in die Hauptrunde rein, dann kann es vielleicht anders aussehen. Nächste Frage geht in die erste Reihe wieder. Nochmal eine Frage an Uwe. Uwe, ihr habt gestern zusammengesessen. Was habt ihr euch für morgen als Mannschaft geschworen? Und was könnt ihr den TV-Zuschauern, die ja wahrscheinlich wieder in Millionenanzahl vor dem Fernseher sitzen, versprechen? Dass wir uns jetzt nicht von der schwachen Angriffsleistung gestern unterkriegen lassen. Wir müssen auch sehen, dass wir nach wie vor auch gestern eine starke Leistung in der Deckung gezeigt haben, meiner Meinung nach über weite Strecken, dass die Spanier das sehr, sehr clever machen und sehr, sehr offensiv decken und wir da ein Stück weit es nicht geschafft haben, in den 1-gegen-1-Situationen so durchschlagskräftig zu sein und da vielleicht nach der schwachen Anfangsphase zu sehr gezögert haben, weil wir eben so schnell in Rückstand geraten sind. Das wird uns in dieser Form so hoffentlich nicht nochmal passieren. Ich glaube, dass wir selbstbewusst genug sind. Entschuldigung, genügend Qualität in unseren Reihen haben, morgen eine andere Leistung aufs Parkett zu bringen. Darüber haben wir gesprochen und, wie ich es eben schon mal gesagt habe, dass das kein Beinbruch ist, dass es eine Niederlage in der Vorrunde ist gegen sehr, sehr starken Gegner. Da haben wir dem Gegner auch jetzt genug Respekt gezollt dafür, dass sie besser waren, aber wir wollen das nächste Mal die bessere Mannschaft sein. Weitere Fragen mit hier von Reihe 1? Nils Bastek von dpa, auch eine Frage an Uwe Gensheimer. Der Bundestrainer hat gestern nach dem Spiel gesagt, dass Sie sich möglicherweise zu sehr unter Druck setzen. Sie müssen es ja wissen. Ist es tatsächlich so oder wie würden Sie das erklären, was er gesagt hat? Ja, natürlich möchte ich vorangehen, möchte ich meine Leistung zeigen, bin damit bislang noch nicht zufrieden. Das ist klar und dafür habe ich morgen eine neue Chance. Weitere Fragen bitte. Das scheint so fürs. Doch, in der ersten Reihe nochmal. Ja, daran anschließend, Christian, wie könnt ihr ihm dann als Team, aber auch als Mannschaft, also in diesem Falle Uwe, helfen, dass er sich möglicherweise nicht zu sehr unter Druck setzt und dass er das zeigt, was er kann und was alle von ihm erwarten? Ja, wäre schön, wenn
DPA dann auch die komplette Aussage wiedergibt, die ich gestern getätigt habe am Mikro. Und das heißt an erster Stelle, dass ich vollstes Vertrauen habe in unseren Kapitän. Und natürlich setzt sich Uwe irgendwo unter Druck, weil er die Mannschaft erfolgreich führen möchte, weil das ein Turnier ist, wo wir alle uns was ausmalen. Das ist was ganz Menschliches. Aber Uwe hat enorme Qualitäten, dass ich auf Deutsch gesagt, verzeihen Sie mir den Begriff, aber wirklich sage Scheiß drauf und das nächste Spiel. Und dort die Situation richtig nutzen. Na, die Gegner haben großen Respekt vor ihm. Wir wissen, was wir an ihm haben. Und das ist wichtig reinzubringen. Und alles andere, was Führung angeht, hat Uwe seine Möglichkeiten, aber natürlich nicht nur er. Wir haben schon oft über die Position im Handball gesprochen. Da gibt es auch andere Spieler, die nicht abwarten dürfen, sondern die Initiative ergreifen sollen. Und das sind verschiedene Themen, die für einen erfolgreichen Turnierverlauf ganz wichtig sind. Weitere Fragen bitte. Ich schaue erstmal auf den von mir aus gesehen linken Flügel. Da gibt es auf dem linken Flügel noch eine letzte Frage. Eine Frage an Uwe. Habt ihr euch irgendwie gestern Mannschaftsrat mal zusammengesetzt, um irgendwie Sachen zu besprechen, oder war das Business as usual? Wir haben jetzt keine Mannschaftsratssitzung gehabt, aber wir haben mit den entsprechenden Spielern auch in kleineren Gruppen zusammengesessen. Sind ja dann auch immer mit ein paar Jungs auf dem Physiozimmer nach so einem Spiel bei der Behandlung. Da spricht man natürlich auch über Szenen und geht dann nochmal die Dinge durch, die im Spiel jetzt nicht ganz optimal gelaufen sind und die man verbessern kann. Damit schaue ich dann jetzt nochmal, nachdem der linke Flügel wohl keine weiteren Fragen mehr hat, auf den rechten Flügel. Dort baut sich noch einer auf in der dritten Reihe. Robin Tillenburg, ARD Sportschau. Frage an den Bundestrainer. Inwieweit denkt man jetzt in diesem letzten Spiel so langfristig, dass man sagt, okay, wir versuchen den Spielern persönliche Erfolgserlebnisse auch zu verschaffen? Oder ist es eher so, wir müssen so hoch wie möglich gewinnen? Also was ist so die Marschroute da? Die Marschroute ist voller Fokus auf unsere eigene Leistung und das berücksichtigen, was uns stark macht. Das heißt, die Umsetzung unseres Plans, aber vor allen Dingen morgen mit ganz viel Kampfkraft und Emotionalität zu spielen. Und da trägt jeder seine Verantwortung und das habe ich jetzt, ja, glaube ich, schon häufig thematisiert. Die Mannschaft weiß, worum es geht und ich freue mich auf das Team und glaube auch an diese Mannschaft. Damit darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen und euch bedanken, wünsche noch frohes Schaffen und gleich noch viel Spaß bei den weiteren Gesprächsmöglichkeiten, die es gibt. Dankeschön und bis spätestens morgen zum Spiel gegen Lettland. Ja.